Hallo, heute stelle ich euch das App AirAttack HD vor. Kann im Android Market geladen werden. Wir haben jetzt hier eine kostenlose Variante. Die Steuerung ist recht einfach. Wir sind dieses Flugzeug hier und steuern es durch Streichen über den Bildschirm. Man sieht schon, ich werde auch von gegnerischen Flugzeugen bzw. hier Bunkern beschossen. Diese muss ich einfach zerstören, indem ich vor sie fliege und so automatisch auf sie schieße. Ich kann dann unterwegs verschiedene Sachen einsammeln, wie beispielsweise Gesundheit, die mir hier oben angezeigt wird. Mir wird ein Score angezeigt. Sterne und Münzen kann ich ebenfalls unterwegs einsammeln. Nun komme ich dann zu einem Shop und kann mir hier neue Items kaufen, wie beispielsweise hier eine stärkere Kanone. Kann so eben mein Flugzeug immer weiter verbessern. Später kommt es dann auch zu Endgegnern, die wirklich sehr gut funktionieren. Haben alle verschiedene Schwächen und sie sind nicht recht leicht zu schlagen, sondern das bietet wirklich eine große Vielfalt. Man sieht auch hier, es können Objekte in der Welt selber zerstört werden, wie beispielsweise jetzt hier diese Gebäude. Das Ganze läuft wirklich schön flüssig, ohne irgendwelche Ruckler und ähnliches. Ich finde auch die Grafik ist sehr gut gelungen. Die Steuerung mit dem Finger klappt klasse und flüssig. Da treten also wirklich keinerlei Probleme auf. Und durch das stetige Verbessern meines Flugzeuges ist auch eine gewisse Langzeitmotivation gegeben, indem ich eben immer neue Waffen und Panzerungen für mein Flugzeug freischalten kann. Die Gegner sind variabel und nicht eintönig. Finde ich also wirklich dafür, dass das Spiel auch kostenlos erworben werden kann, wie es eben hier diese Part 1-Variante ist, es wirklich recht schön. Möchte man die absolute Hauptversion mit dem vollen Umfang, zahlt man etwas über 2 Euro. Ist also auch noch im Rahmen. Und wem solche Spiele zusagen, der denke ich, hat damit auf jeden Fall eine Menge Spaß. Die Welten sind abwechselnd, es kommen später auch mal andere Landschaften hinzu, sodass auch das nicht eintönig wird und auf Dauer noch motivierend sein kann. Mehr gibt es zu AirAttack HD eigentlich auch nicht zu sagen. Ist wirklich eine sehr schöne App, die flüssig ohne irgendwelche Probleme läuft. Findet sich auch im iTunes Store beispielsweise sehr weit vorne, wie eben auch im Android Store, weil es eine wirklich sehr gut gelungene App ist. Und wer auf solche Art von Spielen steht, dem kann man sie wirklich nur wärmstens ans Herz legen. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.